Debian ist eine der ältesten noch aktiven Linux-Distributionen, die auch heute noch große Relevanz besitzt. Alle 2 Jahre veröffentlicht das Debian-Projekt eine neue stabile Ausgabe und für 2021 stand Debian 11 mit dem Codenamen Bullseye an. Wir werfen nun zusammen einen Blick auf Debian 11. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir starten durch nach dem Intro. Die erste Version von Debian Linux erschien im Jahre 1996. Ein Jahr zuvor wurde das Debian-Projekt von Ian Murdoch gestartet. Konstitutionell handelt es sich beim Debian-Projekt um ein gemeinnütziges, nicht kommerzielles Projekt, das aus Freiwilligen besteht, die sich jedoch verpflichten, dem Debian-Gesellschaftsvertrag zu folgen. Heutzutage beteiligen sich über 1000 offizielle Entwickler an Debian. Hey, sag mal, findest du, es gibt zu wenig deutschsprachige Debian- oder Linux-Videos? Dann bist du auf meinem Kanal genau richtig, denn hier gibt es regelmäßig neue Videos mit dem Schwerpunkt auf Linux und Open-Source-Software. Jetzt fehlt nur noch dein Kanal-Abo, damit du auch künftig versorgt wirst mit neuen Videos. Und derweil kannst du ja in meinem umfangreichen Videoarchiv stöbern. Ein Abo ist auf der YouTube-Plattform ein wichtiger Faktor und Indikator für Content-Creator. Daher meine Bitte an dich, lass ein Abo da. Ich danke dir für die Unterstützung. Nachdem das gesagt ist, können wir ohne Umwege weitermachen. Bei Debian gibt es parallel 3 gepflegte Ausgaben. Unstable, auch SID genannt, Testing und Stable. Die Reihenfolge besagt schon, wie die Entwicklung verläuft. Unstable ist wie ein Upstream-Zweig. Hier werden neue Pakete eingereicht, die nach einer gewissen Testphase und Karenzzeit nach Testing transportiert werden, wenn sie fehlerfrei sind. Testing ist die nächste stabile Ausgabe. Hier werden neuere Pakete langsam abgehangen, sodass sie für die nächste stabile Version einerseits erprobt und andererseits fehlerfrei sind. Stable ist die offizielle Debian-Version. Sie gilt als ausgiebig getestet und ausgesprochen robust und stabil. An den enthaltenen Softwarepaketen wird, abgesehen von Sicherheitsaktualisierungen und schwerwiegenden Korrekturen im Ausnahmefall, nichts mehr verändert. Die Ausgaben mit dem stabilen Zweig tragen Codenamen, die traditionell aus Toy Story abgeleitet sind. Oftmals wird Testing als das aktuellere Stable suggeriert, aber das ist falsch. Testing kommt in der Tat mit aktuelleren Paketen als Stable. Einzige Ausnahme ist der Tag, an dem eine neue Stable-Version veröffentlicht wird. An diesem Tag gleichen sich beide Zweige. Testing wird aber niemals vom Debian Security Team unterstützt. Daher bekommt Testing auch keine Sicherheitsaktualisierungen. Das wird nur beim stabilen Zweig sichergestellt. Bis ein Patch in Testing ankommt, kann mehrere Tage bis Wochen dauern. Hier wäre Unstable sogar die bessere Wahl, da Patche hier ihren Einstieg finden für Unstable und Testing. Security Patches werden für Stable separat gepflegt, sodass Testing und Unstable hier nicht von profitieren. Wer auf Testing und Unstable setzt, muss mit Fehlern und Inkonsistenzen rechnen, wie auch immer in der Lage sein, diese selbst zu beheben. Wer das nicht haben möchte, muss letztlich Stable nehmen, wenn er bei Debian bleiben möchte. Wer mit älteren Paketen in Stable Probleme hat, kann entweder mit Flatpak, Snap, App Images oder Backports arbeiten. Wie das mit den Backports bei Debian abläuft, hatte ich schon mal gezeigt. Falls dich das jetzt interessiert, schau dir mal das Video an, das ich dir jetzt in der Infokarte oben rechts einblende. Debian bietet sein eigenes DEB-Paketformat, welches auch Grundlage für unzählige andere beliebte Distributionen ist, an. Hier ist aber die Quelle des DEB-Paketformats. Debian unterstützt eine Vielzahl an Architekturen. Bevor ich diese jetzt alle herunterrappe, blende ich sie besser mal ein. Einerseits möchte Debian Systemadministratoren im Serverumfeld ansprechen und mit der hohen Stabilität bei diesen Leuten punkten. Andererseits kann Debian auch am Desktop durchaus überzeugen, wenn man einerseits nicht die neuesten Softwarepakete zwingend benötigt und andererseits lieber ein verlässliches und sehr stabiles Linux-System haben möchte. Debian erfordert ein bisschen Einarbeitung, lässt sich aber auch von weniger erfahrenen Anwendern installieren und einrichten. Der Punkt ist, dass Debian im Vergleich zu Ubuntu nicht ganz so nutzerfreundlich wahrgenommen wird. Zwar ist Debian nicht schwer zu installieren,
Bei Ubuntu gelingt dieser Prozess jedoch leichter und proprietäre Software ist für Neuansteiger auch enthalten bei der Installation. Bei Debian muss hier die Firmware-ISO-Datei separat heruntergeladen werden oder man nimmt eines der Non-Free-Images, die Live-Modus anbieten und Treiber von Drittanbietern gleich mit im Bauch haben. Du möchtest Debian ausprobieren? Na klar, das ist keine schlechte Entscheidung. Dann ab zur Debian-Projektseite, die du unter debian.org erreichst. Möchtest du zunächst die völlig freie Ausgabe mit ausschließlich quelloffener Software, dann klicke hier einfach auf Download und lade den NetInstaller herunter. Sofern du die proprietären Pakete dabei haben möchtest, nimm lieber ein Non-Free-Image. Nachdem das ISO-Image heruntergeladen ist, schlage ich vor, du verifizierst dessen Authentizität. Wie du das machen kannst, habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Die Infokarte oben rechts bringt dich direkt zu diesem Video. Ich rate dir, die Verifizierung grundsätzlich durchzuführen. Den Installationsprozess werde ich an der Stelle nicht detailliert beschreiben. Dazu verweise ich dich zu meinem Debian Linux Installationsvideo im Rahmen der Serie Wechsel zu Linux. Auch dazu gibt es jetzt in der Infokarte oben rechts den Link zum passenden Video. Schau es dir im Bedarfsfall einfach mal an, dann weißt du Bescheid. In diesem Demo hatte ich Debian 11 mit GNOME Desktop installiert. Schauen wir uns die Systemvermessung an. Installiert ihr Debian 11 mit GNOME, dann sind etwa 4,5 GB der Platte belegt. Das ist eigentlich ganz moderat. Da haben andere schon mehr gebraucht. Schauen wir mal, wie viel wir aktuell belegt haben. Das sind 4,8 GB. Der initiale Benchmarkwert im Arbeitsspeicherkonsum lag bei mir bei knapp 900 MB RAM. Das geht in Ordnung, ist aber solides oberes Mittelfeld. Schauen wir mal aktuell. 697 MB, also ein bisschen drunter. Ihr seht, die Werte schwanken immer ein bisschen. Das kann einerseits daran liegen, dass noch Patches nachgeschoben werden, die das Ganze etwas verbessern. Oder dass ganz einfach zu Beginn noch ein paar Dienste laufen, wie Update Manager etc., die einfach noch ein bisschen RAM fressen. Also, nehmt diese initialen Benchmark-Werte nicht als gegeben für den produktiven Einsatz an. Debian 11 liefert GNOME 3.38.5 mit. Werfen wir mal einen Blick auf den GNOME Desktop. Wie bei Debian üblich, liefert man einen Vanilla GNOME aus, also puren GNOME. Mir ist bekannt, dass es unter euch, meinen werten Zuschauern, durchaus Anhänger dieses blanken Desktops gibt. Ich konnte mich mit diesem GNOME-Konzept noch nie anfreunden. Von daher war ich stets darauf angewiesen, Erweiterungen zu laden, um GNOME an meine Vorstellungen anzupassen. Wie du dir GNOME an das Windows, macOS oder Ubuntu Unity Design anpassen kannst, zeige ich in diesem Video, das du in der Infokarte oben rechts jetzt eingeblendet bekommst. Doch kommen wir zurück zu Vanilla GNOME. Wir haben keine Startleiste unten, wir haben auch kein Dock. Ihr könnt mit Tastaturbefehlen arbeiten oder ihr klickt oben links auf Aktivitäten. Es geht eine Art Workspace auf, der links eine Art Dock hat und unten auf die Punkte, wenn ihr hier klickt, dann gelangt ihr zu einer Art Launchpad. Hier sind alle installierten Programme gebündelt. Das ist, ganz vereinfacht demonstriert, der GNOME Desktop, der bei Debian 11 mitkommt. Da kürzlich GNOME 40 veröffentlicht wurde, Debian aber schon vor dessen Veröffentlichung mit dem Aufbau von Bullseye begann, ist GNOME 40 nicht mehr Bestandteil von Debian 11. Das ist grundsätzlich kein Problem, sofern die Entwickler der Erweiterungen auch die Pakete für GNOME 3 weiter pflegen. Andernfalls dürfte diese GNOME-Version langsam zu einer Art Geisterstadt mutieren. Kommen wir mal zur vorinstallierten Software. Wir haben Kernel 5.10. Als Browser haben wir Mozilla Firefox ESR. Als E-Mail-Client wird GNOME Evolution mitgeliefert. Als Büropaket ist LibreOffice Version 7 dabei. Und bei den Software-Containern haben wir weder Snap noch Flatpak vorinstalliert. Allgemein vorinstallierte Software. Jetzt kommt der Punkt, an dem ich den Entwicklern mal die Ohren langziehen muss. Bei Ubuntu hatten viele, mich eingeschlossen, immer rumgenörgelt, dass so viel Crapware dabei ist, also Zeug, was unnütz ist und von niemandem eigentlich gebraucht wird. Und wie steht es hier nun um Debian? Meiner Meinung nach grauenhaft. Die knallen bei der GNOME-Ausgabe unzählige Spiele rein, vermutlich alles, was GNOME zu bieten hat. Das ist totaler Kokolores. Die restlichen Apps wie Produktivität etc. lasse ich mir eingehen und das ist auch gut. Aber wer braucht so viel Spiele? Wieso wird sowas in die Standard-Vorauswahl reingepackt? Kann Debian denn auf so viele Anwender bauen, die Debian nur wegen ihren Spielen installieren? Falls die Antwort darauf kein energisches Ja ergibt, dann haut den Müll bitte aus der Selektion einfach raus.
Wir gucken mal. Ich habe die Spiele nicht gezählt. Wir klicken jetzt einfach mal kurz uns hier durch und dann könnt ihr euch selbst einen Eindruck vermitteln, ob ihr das alles bräuchtet oder nicht. Ob ihr das mit installieren würdet, wenn ihr eine Neuinstallation durchführen möchtet. Ich persönlich habe keine Spiele aktiv ausgewählt und ich würde mir auch ganz stark wünschen, dass es bei Debian auch sowas wie eine minimale Installation gäbe. Ansonsten geht die Auswahl an vorinstallierter Software in meinen Augen in Ordnung. Die Spiele aber sind für mich ein Streitpunkt. Debian 11 mit GNOME bringt übrigens Parental Control mit. Das ist wie eine Art Kindersicherung. Ich zeige das mal kurz. Es ist ein rudimentäres Werkzeug, die Computernutzung für bestimmte Benutzer einzuschränken. Aber es wirkt auf mich, als wäre es gerade am Anfang. Es fehlen noch ein paar Feineinstellungen, aber der Gedanke ist sicherlich sehr gut. Debian 11 setzt standardmäßig weiterhin auf das Extended 4 Dateisystem im Rahmen der Installation. Man kann natürlich bei der Installation umstellen auf zum Beispiel ButterFS. Ich hatte Debian Bullseye schon seit etwa März 2021 installiert und immer wieder mal reingeschaut. Es machte, wie zu erwarten war, nie Probleme. Es war immer zuverlässig und stabil und das, obwohl es noch nicht mal fertig war. Da sieht man den Anspruch von Debian. So manch andere rollende Distribution erforderte von mir weitaus mehr Aufmerksamkeit. Hallo Garuda. Aber ich will kein Fingerzeigen hier jetzt statuieren. Es geht um Debian 11. Revolutionäre Neuerungen konnte ich keine erkennen. Es handelt sich um eine evolutionäre Nachfolgeversion von Debian 10 mit dem Codenamen Buster. Wer Buster einsetzt, erhält aufgefrischte Pakete und ein modernisiertes System im Rahmen dieses Versionssprungs. Obwohl ich dem System eine hohe Stabilität attestieren konnte im Rahmen meines Tests, würde ich Debian-Anwendern zu Geduld raten und nicht gleich den Versionssprung durchführen. Erfahrungsgemäß mache ich das so, dass ich am Desktop frühestens zum zweiten Point Release und am Server frühestens zum dritten Point Release wechsle. Damit hatte ich nie schlechte Erfahrungen gemacht, aber letztlich musst du das selbst entscheiden. Egal wie, zuvor solltest du eine vollständige Datensicherung durchführen. Wie gefiel dir denn Debian 11? Ist das für dich interessant oder bleibst du lieber bei deiner Distribution? Schreibe deine Meinung dazu doch mal in die Kommentare rein. Natürlich dann auch, welche Distribution du einsetzt. Fände ich sehr interessant. Auch falls du Debian-Anwender bist, würde mich interessieren, wann du den Wechsel auf Bullseye planst. Insgesamt hat mir Debian 11 sehr gut gefallen. Es ist eine solide, stabile Distribution, die nicht die neuesten Pakete liefert, dafür aber unglaublich robust und sehr zuverlässig ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, nimm dir gerne ein Kanalabo mit. Ein Klick auf den Daumen hilft meinem Video gut platziert zu werden und die Glocke informiert dich unverzüglich, wenn ich neues Material hier auf dem Kanal veröffentliche. Ihr könnt mir auch gerne auf Mastodon und auf Twitter folgen. RSS-Feeds gibt's auf meinem Blog und mein MFDP-Podcast möchte ich dir ebenfalls wärmstens empfehlen. Herzlichen Dank an alle, die meinen Kanal bereits unterstützt haben. Herzlichen Dank auch an alle Kanalmitglieder. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Anregungen und sachliche Kritik kannst du gerne in den Kommentaren hinterlassen. Herzlichen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video auf meinem Kanal. Bleibt gesund, habt noch einen schönen Sommer und passt auf euch auf. Ciao aus Würzburg.